Thank you, Chair. Vielen Dank. Lieber Berichterstatter, liebe Kollegen, digitale Dienste durchdringen unseren Alltag. Wir wollen von den Prioritäten Folgendes sehen, also das Überwachungsmodell, Tracking, Verfolgen unserer Nutzung im Internet, zielgerichtete Werbung. Dagegen müssen wir etwas tun. Auch, dass es Klarnamen geben muss, dass man digitale Dienste nicht anonym nutzen kann, wie wenn man Zeitung liest oder Fernsehen guckt. Wir müssen etwas tun gegen inhaltliche Algorithmen, die sensationalistische Inhalte nach vorne bringen. Die Nutzer müssen mehr Kontrolle bekommen. Wir müssen etwas tun gegen diese Hochladefilter, die auch rechtmäßige Inhalte immer wieder verhindern und nicht die Legalität von Inhalten richtig bewerten können. Wir brauchen unabhängige öffentliche Behörden, die zuständig sind zur inhaltlichen Bewertung. Keine ineffektiven Algorithmen, gerade mit dem Grundsatz, dass das, was offline verwendet werden kann, auch online verwendet werden können soll. Also offline gibt es keine Hochladefilter. Wenn ich meine Meinung sage, das sollte auch online gelten. Wie wir auch etwas tun müssen gegen diesen Login-Effekt dominanter Plattformen, da gibt es keine Möglichkeit von Zusammenschlüssen mit alternativen Diensten oder Verbindungen. Und bei den Änderungen am Bericht sollten wir dafür sorgen, dass das auch der Meinung des Ausschusses entspricht zu terroristischen Online-Inhalten, auch zu dem, was wir beim IMCO-Bericht sagen. Da arbeiten wir ja auch in einer Stellungnahme, wir müssen das anpassen. Und das, was Imko und Juri auch sagen, auf eine Linie bringen. Und ich bin gespannt auf die weitere Zusammenarbeit mit dem Berichterstatter und den Schattenberichterstattern für einen Bericht, der wirklich etwas bedeutet für Grundrechte im digitalen Zeitalter. Vielen Dank.